Willkommen zu unserer spannenden Entdeckungsreise. Bei unserer letzten Reise zu den ägyptischen Pyramiden haben wir von den neuen Geheimnissen erfahren, die dort entdeckt wurden. Werden Sie diese Reise antreten? Wenn ja, kommentieren Sie bitte unten eine 1. Wenn Sie ein neuer Passagier sind, kommentieren Sie bitte 2, um uns dies mitzuteilen. Eine Reise reicht nicht aus, um die ungeklärten Geheimnisse des alten Ägyptens zu entdecken. Also steigen wir heute in unseren Bus, um etwas über seltsam erhabene Felsen und seltsame Objekte zu erfahren, die sich die Menschen nicht erklären können. Wir fragen uns, wer waren diese antiken Vorläufer und wie haben sie diese Aufgaben erfüllt? Begleiten Sie uns auf dieser Entdeckungsreise, auf der wir die vorägyptischen Technologien enträtseln, die von verschwundenen alten Zivilisationen hinterlassen wurden. Nummer 10. Das Osirion. Beginnen wir mit der ehrfurchtgebietenden antiken Architektur von Osirion. Das Bauwerk, das etwa 350 Meilen südlich der Gaza-Pyramide liegt, gibt Historikern und Archäologen immer wieder Rätsel auf und verblüfft sie. Dieses monumentale Bauwerk mit seiner auffallenden architektonischen Raffinesse und seinen einzigartigen Merkmalen hat einige zu der Vermutung veranlasst, dass es das Werk einer älteren, fortschrittlicheren Zivilisation gewesen sein könnte, die über eine Technologie verfügte, die weit über das hinausging, was man für die Tradition der pharaonischen Ägypter hielt. Einer der Höhepunkte des Osirion ist sein ungewöhnliches Design. Im Gegensatz zu dem einfachen rechteckigen Grundriss, der für die meisten altägyptischen Tempel typisch ist, hat das Osirion eine komplexere L-förmige Konfiguration. Dieser Unterschied hat Fragen über den Zweck seiner Konstruktion aufgeworfen. Darüber hinaus besteht Osirion aus riesigen rosafarbenen Granitfelsen, von denen einige bis zu 100 Tonnen wiegen. Es wurde herausgefunden, dass diese riesigen Steine im 200 Meilen entfernten Aswan abgebaut wurden. Und hier stellt sich eine weitere Frage. Wie kann man diese Felsen hierher transportieren? Die logistischen Herausforderungen, die mit dem Transport dieser massiven Steinblöcke über so weite Entfernungen und der anschließenden Platzierung an einem Ort in der Wüste meilenweit vom Nil entfernt verbunden waren, waren entmutigend. Der präzise Transport und die Anordnung dieser massiven Steinblöcke stellen unser Verständnis davon in Frage, wozu die alten Ägypter fähig waren. Es gibt keine fortschrittlichen Maschinen, was machen sie also? Sogar die Architektur von Osirion verwirrt andere. Die Stätte verfügt über ein komplexes, doppelschichtiges Dachsystem und etwa ein Dutzend Räume, die eine architektonische Raffinesse zeigen, die für eine mit primitiven Werkzeugen ausgestattete Zivilisation unerreichbar schien. Das komplizierte Design, zu dem auch ineinandergreifende Keile und die präzise Stapelung großer Blöcke gehören, zeugt von einem hohen Maß an technischem Wissen, das normalerweise nicht mit dem alten Ägypten in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus zeigt die Verwendung von Granit, einem Material, das viel schwieriger zu bearbeiten ist als gewöhnlicher Kalkstein, die technologischen Fähigkeiten, die die alten Ägypter laut historischen Aufzeichnungen nicht besaßen. Ein weiteres Rätsel ist, dass Osirion keine ägyptischen Hieroglyphen, Kunstwerke oder Artefakte enthält. Dieses Fehlen von Dekoration, das für altägyptische Bauwerke ungewöhnlich ist, ließ die Forscher über den wahren Zweck und Ursprung der Stätte rätseln. Osirion bleibt ein tiefes Rätsel, das zu Spekulationen und Debatten über die antike Welt und ihre verborgenen Möglichkeiten einlädt. Es gibt absolut keine Verbindung zwischen Osirion und den alten Ägyptern. Im Laufe der langen Geschichte Ägyptens wurden Tempel und Monumente regelmäßig renoviert und bei jeder Renovierung wurden neue Kunstwerke und Hieroglyphen hinzugefügt. Im Osirion fehlen jedoch derartige Ergänzungen, was es zu einer einzigartigen Anomalie macht. Seine unterirdische Anlage ist für die ägyptische Tempelarchitektur besonders ungewöhnlich. Einige Experten vermuten, dass Osirion viel älter sein könnte als die umliegenden Bauwerke, möglicherweise durch Sand- und Erdschichten, die sich über Tausende von Jahren angesammelt haben. Ein weiterer Grund für die Attraktivität sind die Wassererosionsmuster, die auf dem Kalkstein in der Umgebung der Stätte gefunden wurden. Einige Forscher vermuten, dass diese Muster nur dann entstanden sein können, wenn die Bauwerke vor dem Ende der letzten Eiszeit errichtet wurden
als das Klima in diesem Gebiet deutlich feuchter war. Diese Theorie legt nahe, dass es sich bei Osirion um ein Relikt aus einer Zeit lange vor den Pharaonen handeln könnte, was auf die Möglichkeit einer fortgeschrittenen Zivilisation in Ägyptens ferner Vergangenheit hindeutet. Die Vorstellung, dass Osirion anderen altägyptischen Städten um Jahrtausende voraus sein könnte, fügt dieser ohnehin schon mysteriösen Stätte eine weitere faszinierende Ebene hinzu. Sie stellt unser Geschichtsverständnis in Frage und lädt uns dazu ein, unser Wissen über die Ursprünge der ägyptischen Zivilisation zu überdenken. Einer der faszinierendsten Aspekte von Osirion ist sein unterirdischer Charakter und die ständige Präsenz von Wasser. Durch den Einsatz moderner seismischer Technologien entdeckten die Forscher, dass sich die Struktur mindestens 15 Meter unter dem heutigen Bodenniveau befindet. Dies deutet darauf hin, dass das, was wir heute sehen, nur der obere Teil einer viel größeren Struktur ist. Seismische Tests deuten auch auf das Vorhandensein von Hohlkammern tief im Inneren hin, die auf verborgene Geheimnisse warten. Die Aussicht auf das, was in diesen unterirdischen Kammern liegt, ist aufregend. Allerdings werden die Archäologen durch den konstanten Wasserfluss behindert, der diese Tiefen füllt und es unmöglich macht, sie auszupumpen. Osirion verfügte über ein komplexes hydraulisches System mit einem Netz von Kanälen, Becken und möglicherweise Aquädukten, um den Wasserfluss innerhalb des Komplexes zu kontrollieren und zu steuern. Diese präzise Konstruktion zeugt von einem tiefgreifenden Verständnis des Wasserbaus, einschließlich der Dynamik des Wasserflusses und des Druckmanagements. Nummer 9. Der Saqqara-Vogel. Im Jahr 1898 entdeckten Archäologen in Saqqara, Ägypten, das sogenannte Grab des Padi Iman. Darin entdeckten sie eine Mumie, die von ihren irdischen Besitztümern umgeben war, die auf einem Tisch in der Nähe ordentlich arrangiert waren, um sie ins Jenseits zu begleiten. Unter dem üblichen Sortiment an Keramik, Werkzeugen und anderen Grabbeigaben stießen sie auf etwas Ungewöhnliches, ein kleines Vogelmodell. Als dieses Vogelmodell katalogisiert wurde, erregte es die Aufmerksamkeit der Archäologen aufgrund seiner nahezu perfekten Symmetrie. Die Flügel hatten eine Spannweite von etwas mehr als 7 Zoll und es wog nur 39 Gramm, also weniger als 1,4 Unzen. Interessanterweise hatte der Vogel keine Füße und seine Flügel waren an einer Rille entlang der Oberseite des Körpers befestigt, nach außen gestreckt, als ob er fliegen würde und nicht nach hinten gefaltet wie typische ägyptische Vogelmodelle. Bei näherer Betrachtung wiesen die Flügel die Form eines Tragflügels auf, der oben abgerundet war, und der Vogel war bis auf ein Auge auf der rechten Seite unbemalt. Am merkwürdigsten war, dass der Schwanz um 90 Grad in die Senkrechte gedreht war, was an ein modernes Seitenleitwerk erinnerte. Für das moderne Auge sah der Saqqara-Vogel, wie er später genannt wurde, bemerkenswert ähnlich wie ein Modellflugzeug aus. Diese Ähnlichkeit war umso überraschender, als das Flugzeug im Jahr 1898 noch nicht erfunden war und der erste Flug der Gebrüder Wright noch 5 Jahre auf sich warten ließ. Die Archäologen taten das Modell zunächst als geistige Darstellung eines typischen Vogels ab und legten es in eine Vitrine mit anderen ägyptischen Vogelmodellen, wo es die nächsten 70 Jahre fast vergessen blieb. 1969 stieß Dr. Khalil Masiha, Professor für Künstleranatomie an der Helwan-Universität in Ägypten und Mitglied des Royal Aero Modelers Club und des Egyptian Aeronautical Club im Ägyptischen Museum in Kairo auf den Saqqara-Vogel. Für sein geschultes Auge ähnelten Form und Gestalt des Vogels denen eines modernen Flugzeugs. Inspiriert davon erklärte Dr. Masiha kühn, dass es sich bei dem Saqqara-Vogel um ein antikes Modellsegelflugzeug handelt. Er schrieb einen Artikel mit dem Titel African Experimental Aeronautics, a 2000-year-old model glider, afrikanische experimentelle Luftfahrt, ein 2000 Jahre altes Modellsegelflugzeug, in dem er behauptete, dass die Menschen der Antike über längst vergessene Technologien verfügten. Dr. Masihas Behauptungen lösten die Legende des Saqqara-Vogels und die Vorstellung aus, dass die alten Ägypter die ersten gewesen sein könnten, die fliegen konnten. Er schlug vor, dass die fehlende Bemalung oder Verzierung des Saqqara-Vogels beabsichtigt war, um Gewicht zu sparen, im Gegensatz zu anderen antiken Modellen, die alle bemalt waren.
Außerdem spekulierte er, dass der senkrechte Schwanz ein Seitenruder war, das für moderne Flugzeuge entscheidend ist. Dr. Massiha ging in seiner Theorie sogar noch weiter und sprach das Fehlen eines horizontalen Stabilisators an, der für den eigentlichen Flug unerlässlich ist. Er stellte die Theorie auf, dass dieses Teil im Laufe der Jahre abgefallen und verloren gegangen sein muss, was darauf hindeutet, dass es an der flachen Unterseite des Seitenleitwerks des Vogels befestigt war, obwohl es keine Klebereste, Rillen oder andere Hinweise gibt. Dr. Masihas enthusiastische Theorien führten ihn trotz des Fehlens konkreter Beweise immer weiter in die Spekulation. Er behauptete schließlich, dass der Sakara-Vogel nicht nur eine Miniaturdarstellung eines riesigen Vogels war, sondern ein tatsächlich funktionierendes Flugzeug in voller Größe, ähnlich wie andere Miniaturmodelle in ägyptischen Gräbern echte Tiere und Möbel darstellten. Mit seinen 5 bemerkenswerten Fortschritten argumentierte er, dass die alten Ägypter die Pioniere der Flugkunst waren. So bleibt der Sakara-Vogel ein Gegenstand der Faszination und der Debatte, da Dr. Masihas kühne Glaubenssprünge uns dazu einladen, die technologischen Fähigkeiten der alten Zivilisation neu zu überdenken. Nummer 8. Die Schieferscheibe. Die Schieferscheibe ist ein außergewöhnliches Artefakt, das in den antiken Grabstätten von Sakara gefunden wurde. Sie zeichnet sich durch ihre einzigartigen Merkmale aus und misst etwa 2 bis 2,5 Fuß im Durchmesser. Was ins Auge fällt, ist seine außergewöhnliche Handwerkskunst, die Wissenschaftler seit Jahren fasziniert. Das Design zeigt eine Reihe komplexer, konzentrischer, kreisförmiger Muster, die um eine Narbe herum angeordnet sind und an ein Rad oder ein Zahnrad erinnern. Diese Komplexität und Präzision haben Spekulationen ausgelöst, dass es sich bei der Scheibe um ein Überbleibsel einer verlorenen antiken Technologie oder sogar um einen Teil eines hochentwickelten mechanischen Geräts handeln könnte, die aus Quarzit, einem für seine Härte bekannten Material, gefertigte Scheibe gibt Rätsel auf, da man davon ausging, dass es zur Zeit der dynastischen Ägypter keine Technologie zur Bearbeitung derart harter Materialien gab. Einige Historiker vermuten, dass die Scheibe zum Leiten von Wasser verwendet wurde, doch scheinen ihre 3 Lappen nicht für diesen Zweck ausgerichtet zu sein. Stattdessen scheint sie Teil eines Drehmechanismus um eine zentrale Achse gewesen zu sein. Die Handwerkskunst der Scheibe ist wirklich bemerkenswert. Mit dünnen Blättern oder Pedalen, die sich von der zentralen Narbe aus erstrecken, jedes perfekt geformt und symmetrisch angeordnet, was zu ihrem Geheimnis beiträgt, sind die seltsamen Brandspuren, die auf der Scheibe gefunden wurden und noch nicht vollständig erklärt werden können. Diese Ungewissheit macht das Artefakt noch interessanter und unterstützt die Theorie, dass es einst Teil eines größeren mechanischen Geräts oder einer Maschine war. Einige spekulieren, dass es sich um ein Zeitmessgerät, ein astronomisches Instrument oder eine Maschine für unbekannte Zwecke gehandelt haben könnte. Vergleiche mit Artefakten anderer Zivilisationen, die für ihre technischen Fähigkeiten bekannt sind, wie Zaten B, der Mechanismus von Antikythera, stützen die Annahme, dass die antiken Kulturen über ein gemeinsames Wissen über Mechanik verfügten. Diese Ähnlichkeit deutet auf eine mögliche verlorene Tradition fortgeschrittener Technologie hin und wirft Fragen über die wahren Fähigkeiten der antiken Zivilisationen auf. Nummer 7. Der Taltempel des Chephren. Der Taltempel des Chephren ist ein integraler Bestandteil des Pyramidenkomplexes von Gizeh in Ägypten und stellt ein Wunderwerk antiker Technik und Architektur dar. Dieser bemerkenswert gut erhaltene Tempel ist seit Tausenden von Jahren nahezu unversehrt geblieben, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass er bis ins 19. Jahrhundert unter Sand begraben war. Er wurde aus massiven Blöcken aus Kalkstein und rotem Granit errichtet, von denen einige über 150 Tonnen wogen. Der Tempel zeigt ein Maß an technischer Raffinesse, das die Möglichkeiten seiner Zeit zu übertreffen scheint. Die schiere Größe dieser Steine ist ein Beweis für die Größe des Tempels und lässt viele Fragen darüber offen, wie sie transportiert und zusammengesetzt wurden. Besonders faszinierend sind die Bautechniken des Taltempels, bei denen massive Steine ohne Verwendung von Mörtel präzise zusammengefügt wurden. Die Wände des Tempels sind so präzise gearbeitet, dass sie einem komplexen dreidimensionalen Puzzle ähneln. Die Bearbeitung dieser Steine mit ihren freiliegenden Oberflächen, Ecken und Winkeln
zeugt von einem außergewöhnlichen Maß an Geschick und Verständnis für die Steinbearbeitung. Das Vorhandensein von gebogenen Steinen im Inneren der Anlage gibt noch mehr Rätsel auf und wirft die Frage nach dem möglichen Einsatz fortschrittlicher Technologien in der Antike auf. Diese Steine, die sich nahtlos in die Struktur einfügen, wurden offenbar geschickt geformt oder gebogen und stellen das herkömmliche Verständnis des antiken Steinmetzhandwerks in Frage. Diese bemerkenswerte Leistung wirft eine verblüffende Frage auf. Wie haben die antiken Baumeister solch massive Steine mit solcher Präzision bearbeitet? Könnten sie über fortschrittliche Technologien oder vergessene Methoden verfügt haben, die es ihnen ermöglichten, diese Steine mit den damals verfügbaren Werkzeugen auf scheinbar unmögliche Weise zu formen? Eines der faszinierendsten Merkmale des Taltempels ist ein großer schwarzer Granitblock an der östlichen Innenwand, der sich vom Rest der rosa Granitwand abhebt. Seine Position und sein Zweck sind nach wie vor ein Rätsel. Manche vermuten, dass er den Eingang zu einem unterirdischen Gang markiert. Trotz der weit verbreiteten Annahme, dass der Tempel für den Mumifizierungsprozess und die Reinigung des Pharaos Chephren vor seiner Bestattung genutzt wurde, gibt es keine Beweise für diese Behauptung. Einige Forscher, die den architektonischen Stil untersuchen, vermuten, dass der Tempel viel älter sein könnte, als die dynastische Geschichte vermuten lässt. Interessanterweise weist der Tempel keine Malereien oder Inschriften auf, ein Merkmal, das er mit der Pyramide teilt. Was viele Forscher erstaunt hat, ist die Ähnlichkeit des Tempels mit Bauten in fernen Ländern wie Peru. Die auffälligen Ähnlichkeiten zwischen dem Taltempel und Städten wie Ollantaytambo und dem Coricancha-Tempel in Peru haben viele dazu veranlasst, über eine mögliche Verbindung zwischen diesen alten Völkern zu spekulieren. Nummer 6. Tutanchamuns Meteoritendolch. Der 26. November 1922 markierte einen monumentalen Moment in den Annalen der Archäologie, als der britische Archäologe Howard Carter in Begleitung von Lord Carnarvon die versiegelten Kammern des Grabes von Pharao Tutanchamun durchbrach. Diese antike Ruhestätte, die seit Jahrtausenden unberührt geblieben war, entpuppte sich als eine Schatzkammer, die mit goldenen Artefakten und Verzierungen geschmückt war. Inmitten der vielen Schätze stach etwas besonders hervor. Neben den mumifizierten Überresten des jungen Pharaos wurde die Dolchsammlung des Tutanchamun gefunden, insbesondere ein eiserner Dolch mit goldener Scheide und goldenem Griff. Dieser Dolch, der aus einem ungewöhnlichen Material gefertigt wurde und sich durch seine exquisite Handwerkskunst auszeichnet, löste unter Historikern und Archäologen eine heftige Debatte aus. Während die goldenen Verzierungen den königlichen Reichtum widerspiegelten, den man mit dem ägyptischen Königtum assoziierte, war es die eiserne Klinge, die für Intrigen sorgte. In einer Ära, die von Bronze dominiert wurde, widersprach das Vorhandensein von Eisen der konventionellen Weisheit. Die Ägypter, die für ihre Beherrschung von Kupfer, Bronze und Gold bekannt waren, waren nicht für die Eisenverhüttung bekannt, eine Technik, die sich erst im ersten Jahrtausend vor Sekerza, Jahrhunderte nach Tutanchamuns Herrschaft, durchsetzte. Was das Rätsel noch vergrößerte, war die Tatsache, dass der Dolch aus Meteoreisen hergestellt wurde, was ihn noch außergewöhnlicher machte. Wie wurde ein solch hochentwickeltes Artefakt geschmiedet? Die Ägypter führten seine Entstehung auf göttliches Wohlwollen zurück und hielten ihn für ein Geschenk der Götter. Diese Vorstellung hat Spekulationen über den Ursprung des Dolches angeheizt, die von fortgeschrittenen alten Zivilisationen bis hin zu außerirdischen Interventionen reichen. Mainstream-Ägyptologen, die sich mit diesem Rätsel auseinandersetzen, stellen die Theorie auf, dass die Ägypter das Eisen von einem in Ägypten gefallenen Meteoriten erhalten haben. Diese Theorie ist zwar möglich, aber nicht unproblematisch. Die Gewinnung von Metall aus einem Meteoriten, insbesondere in der Bronzezeit, überstieg die Fähigkeiten der Ägypter. Außerdem ist meteoritisches Eisen im gesamten Meteoriten verstreut, was eine Gewinnung ohne fortschrittliche Technologie unmöglich macht. Im Jahr 1994 brachte eine Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie-Analyse neue Erkenntnisse über die Zusammensetzung des Dolches ans Licht. Die Legierung bestand nicht aus gewöhnlichem Meteoriteneisen, sondern zu 89% aus Eisen und zu einem erheblichen Teil aus Nickel, Kobalt und Chrom. Eine hochentwickelte Mischung, die fortgeschrittene metallurgische Fähigkeiten erforderte,
die erst viel später in der Geschichte der Menschheit zur Verfügung standen. Ein weiteres Rätsel stellt die handwerkliche Verarbeitung des Dolches dar, der keine typischen Hammerspuren aufweist und sich durch eine tadellose Präzision der Kanten auszeichnet. Dieses beispiellose Maß an metallurgischer Finesse und Handwerkskunst stellt herkömmliche Vorstellungen vom bronzezeitlichen Ägypten in Frage. Nun ist es an der Zeit für die heutige Auswahl der Abonnenten. Im Herzen der ägyptischen Wüste, inmitten von wanderndem Sand und geflüsterten Legenden, lag ein uraltes Relikt, das sich nicht erklären ließ. Es handelte sich um ein vollkommen glattes, scheibenförmiges Objekt, dessen Oberfläche mit seltsamen Symbolen geätzt war, die im Mondlicht zu schimmern schienen. Die Dorfbewohner flüsterten Geschichten über seine Herkunft und behaupteten, es sei von einer Zivilisation zurückgelassen worden, die längst aus den Annalen der Geschichte verschwunden war. Ahmed, ein junger, abenteuerlustiger Archäologe, stieß bei einer Expedition tief in der Wüste auf die geheimnisvolle Scheibe. Er war fasziniert von ihrer rätselhaften Schönheit und wusste, dass er ihre Geheimnisse lüften musste. Mit jedem Tag, den er verging, studierte er alte Texte und beriet sich mit Experten. Aber die wahre Natur der Scheibe blieb unergründlich. Als Ahmed seine Nachforschungen vertiefte, entdeckte er schockierende Hinweise, die auf eine Zivilisation vor den alten Ägyptern hindeuteten. Könnte diese Scheibe ein Relikt einer technologisch fortgeschrittenen Gesellschaft sein, die einst im Wüstensand gedieh? Entschlossen, die Geheimnisse der Scheibe zu lüften, organisierte Ahmed eine Expedition zu dem abgelegenen Wüstenort, an dem die Scheibe entdeckt wurde. Mit Hilfe seines Teams dokumentierte er akribisch jedes Detail, von den filigranen Schnitzereien auf der Oberfläche bis hin zu den schwachen Energiewerten, die aus dem Inneren der Scheibe kamen. Doch als sie tiefer in die Wüste vordrangen, stießen sie auf eine versteckte Kammer, deren Wände mit alten Hieroglyphen verziert waren. Unter den verblassten Inschriften stach ein Satz hervor: Geschenk der Alten, Wächter des Wissens. Mit dieser Offenbarung erkannte Ahmed, dass es sich bei der Scheibe um eine vorägyptische Technologie handelte, die von einer fortgeschrittenen Zivilisation hinterlassen wurde. Nummer 5. Die Dendera-Glühbirne. Das Dendera-Licht, das im Hathor-Tempel in Dendera, Ägypten, gefunden wurde, ist ein in Steinreliefs eingemeißeltes Motiv. Es ähnelt modernen elektrischen Beleuchtungsgeräten und hat unter Wissenschaftlern eine Debatte ausgelöst. Während einige, insbesondere eine französische Hypothese, vorschlagen, dass es die fortschrittliche elektrische Technologie des alten Ägyptens darstellt, interpretieren die meisten Ägyptologen die Schnitzereien als symbolische Bilder aus der ägyptischen Mythologie, wie die Jet-Säule und die Lotusblume mit einer Schlange im Inneren, die Stabilität und Fruchtbarkeit symbolisiert. Es gibt jedoch verblüffende Beweise, die die konventionelle Sichtweise in Frage stellen. Bei der Untersuchung von kürzlich ausgegrabenen Tempeln wurde kein Ruß von brennenden Kerzen gefunden, was darauf schließen lässt, dass im Inneren eine saubere Lichtquelle verwendet wurde. Diese Diskrepanz veranlasst dazu, die antiken Beleuchtungsmethoden neu zu überdenken. Eric von Daniken, ein renommierter Forscher, vermutet, dass die alten Ägypter schon lange vor Thomas Edison über Glühbirnen und Gleichstrom verfügten. In einem Dokumentarfilm, der auf seinem Buch Chariots of the Gods, Wagen der Götter, basiert, präsentierte er dramatische Aufnahmen, die Hieroglyphen zeigen, die transparenten Glasröhren mit fadenförmigen Formen ähneln und möglicherweise antike Lichtquellen darstellen. Von Daniken ließ sogar einen Nachbau nach altägyptischen Vorgaben anfertigen, der beim Einschalten Licht ausstrahlte, was die Theorie der antiken Glühbirnen stützt. Diese Entdeckungen stellen traditionelle Vorstellungen über antike Technologie in Frage und fordern uns auf, die Fähigkeiten antiker Zivilisationen neu zu überdenken. Die Vorstellung, dass die alten Ägypter Zugang zu fortschrittlicher Technologie, einschließlich Elektrizität, gehabt haben könnten, wirft faszinierende Fragen über die Geschichte der technologischen Entwicklung auf. Nummer 4. Die Jet-Säule. Die Jet-Säule ist ein zeitloses Symbol des alten Ägyptens, das im jeweiligen kulturellen Kontext eine große Bedeutung hat. Obwohl diese Symbole aus sehr unterschiedlichen Epochen und kulturellen Hintergründen stammen, offenbart ein Vergleich zwischen der Jet-Säule und Nikola Teslas technischen Innovationen eine unerwartete Parallele.
Die Jadsäule erkennt man sofort an ihrem einzigartigen Aussehen, der stabilen Basis, der hohen säulenartigen Struktur und den mehreren horizontalen Stäben, die ihre Spitze krönen. In der altägyptischen Mythologie wird sie eng mit dem Gott Osiris in Verbindung gebracht und symbolisiert Stabilität und Regeneration. Innerhalb des mythologischen Rahmens des alten Ägyptens verkörpert der Dejet die dauerhafte Essenz des Lebens und der kosmischen Ordnung. Auf den ersten Blick mag es weit hergeholt erscheinen, einen Vergleich zwischen der Jetsäule und Teslas technologischen Fortschritten zu ziehen. Bei näherer Betrachtung ergeben sich jedoch verblüffende Ähnlichkeiten, insbesondere in Bezug auf die symbolische Darstellung von Energie und Macht. Die Symbolik der Jetsäule für Stabilität und Erneuerung kann metaphorisch mit dem Konzept des kontinuierlichen Energieflusses und des immerwährenden Kreislaufs des Lebens in Verbindung gebracht werden. Teslas bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet der drahtlosen Energieübertragung und der elektromagnetischen Felder steht im Einklang mit dieser Vorstellung von einer allgegenwärtigen, grenzenlosen Energiequelle. Spekulative Theorien besagen, dass die Jetsäule möglicherweise ein uraltes Wissen über elektrische Energie darstellen könnte, indem sie Parallelen zu Teslas Vision der Nutzung und Verteilung von Energie ziehen, legen diese Theorien nahe, dass Jets Struktur mit ihrer Säulenform und den horizontalen Stäben Ähnlichkeit mit Komponenten hat, die in elektrischen Systemen oder Geräten zur Energieübertragung verwendet werden. Solche Interpretationen machen die zeitlose Symbolik der Jetsäule noch interessanter und deuten auf ein mögliches antikes Verständnis von Energie hin, das an Teslas revolutionäre Konzepte anknüpft. Nummer 3. Der geheimnisvolle Kern 7. Im späten 19. Jahrhundert wurde in der Nähe der großen Pyramiden von dem britischen Archäologen Flinders Petrie ein eigenartiges 4500 Jahre altes Gesteinsstück ausgegraben, das als Kern 7 bezeichnet wurde. Dieses Gestein, das heute im Petrie-Museum in London aufbewahrt wird, ist ein exakter Zylinder mit geheimnisvollen Linien, die in perfekter Anordnung wie die Rillen einer Schallplatte eingraviert sind. Aber was war sein Zweck? Kern 7 war wahrscheinlich der ausrangierte Kern, der beim Bohren eines Lochs möglicherweise für einen Türzapfen anfiel. Das eigentliche Rätsel ist, dass er aus Granit besteht. Wie konnten die alten Ägypter mit Werkzeugen aus Kupfer, die für ihre Weichheit bekannt sind, in so festes Gestein bohren? Die Antwort könnte in der Diamantschneidetechnik liegen, einem Material, das stark genug ist, um Granit zu durchdringen, zu dem die Ägypter aber bekanntlich keinen Zugang hatten. Die Form der Rille gibt noch mehr Rätsel auf. Während die alten Ägypter in der Regel Bogenbohrer verwendeten, die sich vor und zurück bewegten, deutet die Rille von Kern 7 auf eine kontinuierliche Drehung hin, ähnlich wie bei einer modernen Bohrmaschine. Solche fortschrittlichen Bohrmethoden scheinen jedoch die technischen Möglichkeiten der damaligen Zeit zu übersteigen. Noch verwirrender ist, dass Kern 7 mit größerer Kraft gebohrt wurde als ein moderner Bohrer, wie die größeren Abstände zwischen den einzelnen Umdrehungen zeigen. Dies wirft Fragen zu den von den alten Ägyptern verwendeten Werkzeugen und Techniken auf und deutet auf eine Zivilisation hin, deren Technologie weit fortgeschrittener war als bisher angenommen. Das Rätsel von Kern 7 bleibt ungelöst und stellt unser Verständnis der alten Zivilisationen in Frage und lässt uns über die Geheimnisse der Geschichte nachdenken. Nummer 2. Der unvollendete Obelisk von Aswan. Im sonnenverwöhnten Süden Ägyptens, an den sanften Ufern des Nils gelegen, befindet sich ein beeindruckendes Relikt der Antike, der unvollendete Obelisk von Aswan. Dieses kolossale Stück Granit, das in der fernen Vergangenheit aufgrund eines gewaltigen Risses aufgegeben wurde, zeugt noch heute von den großen Ambitionen der antiken Handwerker. Mit einer beeindruckenden Länge von 137 Fuß und einem Gewicht von 1170 Tonnen steht der Obelisk wie ein stiller Wächter für den Einfallsreichtum seiner Schöpfer. Er soll das größte jemals von ägyptischer Hand geschaffene Monument aus einem einzigen Stein sein und seine monumentale Größe lässt erahnen, welch gewaltiges Unterfangen er darstellt. Wenn man sich in das Herz von Aswan begibt, einer Stadt, die auf einem riesigen Granitfelsen thront, offenbart der Steinbruch verlockende Hinweise auf die fortschrittliche Technologie, die von den antiken Handwerkern eingesetzt wurde. Mysteriöse, perfekt runde Löcher durchziehen die Landschaft,
deren glatte Oberflächen keiner Erklärung bedürfen. Manche vermuten, dass sie als Testlöcher dienten, um die Tiefen des Granits zu erkunden, bevor sie sich an die monumentale Aufgabe machten, einen Obelisken zu formen. Doch es sind nicht nur diese seltsamen Löcher, die moderne Betrachter verwirren. Die hoch aufragenden vertikalen Wände, die mit beispielloser Präzision gemeißelt wurden, lassen auf eine Handwerkskunst schließen, die sich dem herkömmlichen Verständnis entzieht. Wie wurden solche kolossalen Steine mit solcher Finesse behauen und mit welchen Werkzeugen konnten solche Leistungen vollbracht werden? Wenn man sich dem unvollendeten Obelisken nähert, stößt man auf noch mehr schockierende Rätsel. Glatte, ausgehöhlte Bereiche zieren seine Oberfläche, die an einen riesigen Löffel erinnern, der Eiscreme auslöffelt. Diese seltsamen Schaufeln entziehen sich einer Erklärung und geben den Archäologen Rätsel auf, was ihr Zweck und ihre Herkunft sind. Noch komplizierter wird das Rätsel durch die Markierungen, die an der Basis benachbarter Steine gefunden wurden, wo der Granit anscheinend sorgfältig weggeschaufelt wurde und nur eine schmale Verbindung zu seiner ursprünglichen Position hinterließ. Diese Anomalien, die mit anderen ägyptischen Bauwerken nicht vergleichbar sind, stellen die traditionelle Vorstellung von antiker Handwerkskunst in Frage. Die vorherrschende Theorie, die besagt, dass der Obelisk mit groben Dioritkugeln geformt wurde, bricht angesichts der komplizierten Testlöcher und der glatten Oberflächen zusammen, wenn man sie unter die Lupe nimmt. Es stellt sich die Frage, wie solch kolossale Steine transportiert wurden und ob die Technologie, die für ihre Bearbeitung erforderlich war, einer Zivilisation vor den dynastischen Ägyptern gehörte. Während die Sonne über dem antiken Steinbruch von Assuan untergeht, steht der unvollendete Obelisk als stummes Symbol für die Geheimnisse der Vergangenheit und lädt uns ein, über das rätselhafte Vermächtnis derer, die vor uns kamen, nachzudenken. Nummer 1. Die Enklave von Sayed el-Arian. Eingebettet zwischen Abusir und dem Gizeh-Plateau hat die seltsame Stätte, die als Sayed el-Arian bekannt ist, lange Zeit Interesse und Mutmaßungen geweckt. Die Entscheidung der ägyptischen Regierung, die Stätte zu vergraben und den Zugang zu ihr zu beschränken, wodurch künftige archäologische Untersuchungen erschwert werden, trägt zu diesem Geheimnis bei. Der Ägyptologe Alessandro Barsanti ist die einzige Person, die etwas über diesen faszinierenden Ort weiß. Er führte dort im frühen 20. Die komplizierte architektonische Gestaltung von Sayed el-Arian hat zu Theorien geführt, die darauf hindeuten, dass es von einer hochentwickelten Zivilisation erbaut wurde, die möglicherweise vor der traditionellen Chronologie der altägyptischen Geschichte existierte. Das Hauptgebäude, das manchmal auch als unvollendete Pyramide bezeichnet wird, hat einen tiefen, T-förmigen Mittelschacht, der in den Felsen gegraben wurde, und eine quadratische Basis, die auf jeder Seite etwa 650 Fuß lang ist. Dieser Schacht liegt etwa 100 Fuß unter der Oberfläche, was angesichts der Härte des Gesteins und der für eine solche Ausgrabung erforderlichen Präzision eine erstaunliche technische Leistung darstellt. Die Genauigkeit und der Umfang dieser Ausgrabung werfen wichtige Fragen zu den Werkzeugen und Technologien auf, die den alten Ägyptern zur Verfügung standen. Für ein so großes und genaues Projekt muss das traditionelle Wissen über ägyptische Werkzeuge, die hauptsächlich aus Stein und Kupfer bestehen, neu interpretiert werden. Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen, dass Sayed el-Arian von einer hochentwickelten Kultur gebaut wurde. Zunächst einmal lassen die äußerst präzisen Ausgrabungsarbeiten auf den Einsatz modernster Kartierungs- und Vermessungstechniken schließen, da die Wände des Schachts nahezu makellos glatt und senkrecht sind. Dies deutet auf ein Maß an technologischer Kompetenz hin, das im Allgemeinen nicht mit der Geschichte des alten Ägypten in Verbindung gebracht wird. Außerdem trägt die Tatsache, dass der Standort der Pyramide, anders als andere ägyptische Kolossalbauten, keine Hieroglyphen oder Inschriften aufweist, zum Rätselraten über den Verwendungszweck und die Identität ihrer Erbauer bei. Das Faszinierende an der Pyramide ist, dass die Grube absichtlich mit großen Kalksteinstücken aufgefüllt wurde, was darauf schließen lässt, dass man versuchte, das, was sich darunter befand, zu verstecken oder zu schützen. Als Barsanti und seine Kollegen diese Stücke durchwühlten, fanden sie ein riesiges Fundament aus rosa Granit, das sich von den Kalksteinblöcken unterschied, die sie zuvor ausgegraben hatten.
Darunter befand sich ein riesiger 30 Tonnen schwerer Granitblock. Bassanti vermutete, dass dies der Eingang zu einem verborgenen Reich sein könnte, das möglicherweise unschätzbare Schätze oder wichtige historische Relikte enthielt. Eine der erstaunlichsten Entdeckungen in Sayed el-Arian war eine riesige runde Wanne aus poliertem rosafarbenem Granit, die geschickt aus einem Pflasterstein herausgearbeitet wurde und den Glanz und die Verarbeitung eines Spiegels aufwies. Der Schutz des Behälters, der aus einer dicken, gleichmäßig verteilten Lehmschicht und einer Kalkschicht besteht, lässt vermuten, dass er etwas Wichtiges oder Kostbares enthalten könnte. Der schwarze Streifen an den Seitenwänden des Bottichs, bei dem es sich wahrscheinlich um Flüssigkeitsreste handelt, deutet darauf hin, dass das Gefäß einem ungewöhnlichen und rätselhaften Verfahren unterzogen wurde. Die Architektur des Bottichs und die Maßnahmen zur Erhaltung seiner Unversehrtheit deuten darauf hin, dass er möglicherweise in einen komplexen Prozess der Energieerzeugung oder Speicherung eingebunden war. Während der Ausgrabungsarbeiten von Barzanti und seinen Kollegen wurde Ägypten 1905 von einem heftigen Sturm heimgesucht, der die Grube von Sayed el-Arian mit mehr als 3 Metern Wasser überflutete. Erstaunlicherweise sank der Wasserstand wenige Stunden nach dem Sturm stark ab. Barzanti stellte die Hypothese auf, dass dies auf das Eindringen von Wasser in eine unterirdische Kammer zurückzuführen sein könnte, die zu geheimen Kammern unterhalb der Grube führen könnte. Für Barzantis Team war der Bau der Wanne aufgrund der schweren Blöcke, des zementähnlichen Mörtels und der komplizierten, ineinandergreifenden Muster das schwierigste Projekt, an dem sie je gearbeitet hatten. Und damit sind wir am Ende dieser Reise angelangt. Glauben Sie, dass die alten Ägypter technologisch hochentwickelt waren? Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Und damit ist unsere heutige Entdeckungsreise beendet. Danke, dass Sie uns bis zum Schluss begleitet haben. Es warten noch viele weitere aufregende Reisen auf uns. Also abonnieren Sie uns bitte, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn die neuesten Videos veröffentlicht werden. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.